Hallo, ich bin Michaela Kleindorfer. Ich bin seit über 30 Jahren Hebamme hier in Kelheim. Arbeite in einem Team mit 10 Hebammen hier an der Goldbergklinik im Kreissaal. Wir arbeiten mit voll Herz, Leidenschaft, Verstand und wollen die Eltern auf dem Weg durch die Geburt begleiten, so gut wie es uns möglich ist. Und kommt einfach mal mit, dann könnt ihr euch anschauen, wo wir arbeiten. Hallo Konstanze, guten Morgen. Hallo. Ich habe gesehen, dass du heute einen Termin zur Geburtsplanung hast. Wenn du soweit bist, könnt man gleich damit starten. Gerne. Jedes Jahr haben wir ungefähr 600 kleine Mädels und Buben, die bei uns auf die Welt kommen. Mit den 600 Geburten im Jahr ist es für uns auch möglich, dass wir oft eine 1:1 Betreuung anbieten können. Und das bedeutet, dass dann quasi eine Hebamme für eine Familie zuständig ist und wir wirklich ganz viel Zeit für das jeweilige Paar haben. Für euch Schwangere haben wir ein breites Angebot, zum einen Geburtsvorbereitungskurse, wo man einfach in mehrere Einheiten über mehrere Wochen euch auf die Geburt vorbereiten, da erklären, wie die Abläufe sind. Dann, wenn jetzt mal die Schwangerschaft länger dauert als der errechnete Termin, könnt ihr auch zu uns kommen zur Kontrolle, einfach bei uns heißt es ET-Plus-Kontrolle, dass da einfach ein CTG geschrieben wird, auch noch mehr Schwangerenvorsorge gemacht wird, dass wir einfach schauen, dass noch alles passt, weil man kann jederzeit auch noch ein paar Tage abwarten, auch wenn es mal über einen Termin drüber gegangen ist. Genau, und auch bei irgendwelchen Beschwerden, sei es jetzt, man hat irgendwie viel Wasser eingelagert in die Füße und in die Hände oder auch wenn das Baby verkehrt rum drin liegt, das heißt, wenn der Popo nach unten ist, bieten wir auch, dass wir akupunktieren und moxen. Uns ist auch ganz wichtig, dass sich die Frau auch noch bis zum Ende von der Geburt viel bewegt und mobil bleibt. Und da haben wir unser kabelloses CTG, das hilft uns da ganz gut. Unter der Geburt ist dann doch manchmal notwendig, dass man einfach mit einem Schmerzmittel die Gebärende einfach ein bisschen unterstützt. Und da haben wir ein breites Angebot, sei es jetzt, man geht in die Badewanne oder man kriegt ein bisschen eine Massage mit einem Aromaöl oder auch bis hin zur PDA ist da alles bei uns möglich. Wir Hebammen sind im Kreißsaal sehr Mama- und Papa-freundlich. Und deswegen ist es uns auch immer ganz wichtig, dass der Papa gleich von Anfang an bei der Geburt mit dabei sein darf und voll ins Geschehen mit eingebunden ist. Wenn es jetzt ein bisschen länger dauert oder auch in der Nacht es irgendwie anfängt und der Papa auch nochmal vielleicht eine kurze Runde sich healen möchte, haben wir immer sehr bequeme Sessel und Couchen in die Kreissäle, weil nicht nur für die Frau ist es anstrengend, sondern auch der Papa kommt an seine Grenzen. Wir schauen immer, dass die Frau wirklich sehr selbstbestimmt auch die Geburt gestalten kann. Und da ist das auch ein großer Faktor, dass sie halt auch die eigene individuelle Gebärposition wählen kann. Sei es jetzt, sie möchte irgendwie gerne am Tuch hängen oder auf den Gebärhocker gehen oder im Vierfüßlerstand ihr Kind zur Welt bringen. Da schauen wir schon, dass wir auf die individuellen Wünsche eingehen können. So jetzt doch mal notwendig sei, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird, dann darf der Papa auch mit in den OP und auch sein Baby gleich vom ersten Moment auch mit kennenlernen. Bonding Darling wäre großen Wert drauf, gleich nach der Geburt. Wenn das Baby auf der Welt ist, dann hat es kurz drauf dann das erste Mal Hunger. Und wir schauen, dass wir gleich im Kreißsaal gemeinsam anlegen und da kriegen die Paare auch jede Unterstützung von der Hebamme, dass das einfach gut abläuft und einfach ein guter Stillstand gewährleistet wird. Konstanze, wir sind fertig für heute. Es hat soweit alles passt. Du kriegst deinen Mutterpass wieder von mir. Und ich darf mich freuen, wenn wir uns zur Geburt wiedersehen. Ja, ich mich auch. Bis bald. Wenn dann das Baby schön mit Mama und Papa gebondet hat und auch satt ist vom Stillen, dann steht die erste große Untersuchung an, die sogenannte U1. Und dabei schauen wir auch, wie groß das Baby ist, wie der Kopfumfang ist und natürlich auch, wie schwer. So, das Glück ist perfekt, das Kind ist geboren, dann kommt sie zu uns auf Station. Ich bin hier die Stationsleitung, Tanja Jockermeier, und wir kümmern uns dann 24 Stunden um euch. Bei unserem Team auf der Geburtsstation, da sind wir 23 Schwestern und wir betreuen euch dann halt 24 Stunden bei allen Bedürfnissen, gerade auch was Stillen anbelangt. Und wir sind da gern für euch da, für alle Fragen, was ihr habt. Bei uns wird 24 Stunden rum sehr groß geschrieben. Das heißt, das Kind ist 24 Stunden bei der Mama. Sollte dann die Mama eigentlich mal erschöpft sein, gehen wir dort schon dazu ein, dass das Baby trotzdem bei der Mama auf dem Bauch schläft, dass man Hautkontakt bildet mit dem Kind und mit der Mama, dass die Bindung einfach gefestigt wird zwischen Mutter und Kind. Und wenn es der Papa auch bedarf, kann der natürlich auch mit dabei bleiben. Täglich darf man natürlich auch das Kind kontrollieren, das heißt, wir nehmen das Kind ins Babynest mit vor,
Da kommt natürlich die Mama mit, damit die Bindung nicht unterbrochen wird. Da ist die Gewichtskontrolle, der Billy-Check, also der Gelbsuchtwert, genauso wie die vorgeschriebenen Untersuchungen, sprich Stoffwechselscreening, Hörtest und Sauerstoffsättigung mit Pulsoximetrie. Und nach 48 Stunden bieten wir auch dreimal die Woche die U2 an. Das wäre am Montag, Mittwoch und Freitag. Und ebenso machen wir dann auch mit der Mama die Wickeleinheit und erklären auch das Wickeln das erste Mal, damit auch die Mama, wenn es jetzt nicht so kreislaufstabil ist, unterstützt wird von uns und somit kann das auch dann selber bald möglichst übernommen werden. Wir sind hier auf Station, auf einer 20-Betten-Station und die Belegung ist immer so, dass die Mütter mit Kind immer nur zu zweit in einem Zimmer sind. Ansonsten bieten wir auch nur ein Familienzimmer an. Da kann der Papa gern mit über Nacht bleiben. Wenn das Zimmer frei ist, werden wir das auch immer belegen. Wir arbeiten sehr eng mit den Hebammen zusammen. Die Hebammen kommen zu uns auf Station zweimal am Tag. Wenn ihr keine Hebamme gefunden habt, die zu euch nach Hause kommt, nach dem stationären Aufenthalt, das ist kein Problem. Wir haben hier im Haus eine ambulante Sprechstunde von der Hebamme und die Nummer, die kriegt ihr dann auch von uns. Und neben den Hebammen und Schwestern habe ich auch noch ein Auge auf unsere Patientinnen und ihren Nachwuchs. Mein Name ist Dr. González Heiberger. Ich bin Chefarzt der Frauenklinik hier in der Goldberg-Klinik seit 2018 und fühle mich sehr wohl, hier ein Teil des Teams sein zu dürfen. Unser Anspruch ist, eine familienorientierte Geburtshilfe zu machen. Wir sind geschult in Notfallsituationen und gehen selbstverständlich auf Schmerztherapien ein. Wie Sie sehen, sind Sie bei uns in guten Händen.